Eine Nebenfigur? Ich? Nein. Nein, Senor. Das Ende des Zweiten Weltkriegs liegt erst 3 Jahre zurück. Und hier wird gleich eine sagenhafte Jagd ihren Anfang nehmen. Ich präsentiere Ihnen den Dichter Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Es heißt, Neruda sei der wichtigste Kommunist der Welt. Heute werde ich verfolgt. Und das am letzten Ort der Welt, für den ich mir wünschen würde, dass so etwas passiert. Hier in Chile. Und hier komme ich ins Spiel. Der scharfsinnige Kommissar Pelluschonneau. Guten Tag, Herr Präsident. Kennen Sie Neruda? Ja, Senor. Lesen Sie Gedichte? Selten. Fangen und demütigen Sie ihn. Ich werde mich nicht unterm Bett verstecken. Es tut mir sehr leid, aber damit kann ich Sie nicht außer Landes lassen. Ich liebe dich. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Wo wird er denn sein? Das wissen wir nicht. Ich werde ihr schlimmster Albtraum sein. Willst du, dass sie dich finden? Nein, aber ich würde sie gern mehr in meiner Nähe spüren. Es muss eine wilde Jagd werden, eine wilde Jagd. In dieser Geschichte kreisen wir alle um den Protagonisten. Eine Hauptfigur und eine Nebenfigur. Ich möchte Sie nur bitten, ein wenig bescheidener zu sein. Dieser Verfolgungsjagd fehlt der Schrecken. Pablo! Pablo, ich bin keine Nebenfigur. Denn ich werde dich kriegen. Das wird sehr beeindruckend.